herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben einen wunderschönen Mai-Morgen, von daher auch nochmal guten Morgen. Und ich mag euch mal wieder zeigen, was ich Schönes mit ein bisschen Papier, Stoff und Co. gehext habe. Ja, wir haben hier vor uns ein Notizbuch im Edith Holden-Style. Ich habe ein altes Buch genommen, wie ich immer so sehr gerne nehme, diese alten schönen Hardcover-Bücher. Es ist relativ dünn, das heißt, ich habe eine Signatur reingebracht und habe das Ganze mit Stoff bezogen. So, die Ecken sind nicht schmuddelig, das ist dunkles Gilding Wax. Ich wollte einfach die Ecken so ein bisschen oder die Kanten, ja, so ein bisschen in Anführungszeichen angeschmuddelt haben. Einfach auch, weil dieser Stoff so hell ist, dass dieses Büchlein, so es denn benutzt wird, sowieso ein bisschen, ja, schmutzig werden könnte. Das ist ja auch der Sinn meiner Bücher. Dürfen benutzt werden, die sollen benutzt werden. Die haben ganz viel Platz zu schreiben. Ja, und dementsprechend habe ich ein bisschen Gilding Wax genommen und schon mal vorgegriffen. Ja, eine Edith Holden Seite hier vorne drauf. Ich habe extra geschaut, dass ich was finde, was hier zu dem Stoff passt. Das ist so ein schönes Leinen mit diesen roten Karos drauf. Ja, und hier haben wir Seidenpapier. Das ist, ich komme mal näher ran, ich hoffe, das ist scharf. Das ist Seidenpapier. Geknüttelt mit Gilding Wax und Mod Podge. Es ist elastisch, aber trotzdem widerstandsfähig. Und auch die Seite habe ich mit Mod Podge einmal überpinselt, dass es einfach schön bleibt. Die kann man dann auch mal abwischen. Und ja, geschlossen wird das Ganze hier mit einer Kordel und einem kleinen Bamsel. Es ist ein relativ einfaches Büchlein. Ich habe ein schönes altes Notenpapier hier verwendet und habe ein bisschen Platz für Tags und hinter dem Tag ein bisschen Platz zu schreiben. Das ist ein ganz einfaches, feines Teilchen, wo der neue Besitzer, die neue Besitzerin, einfach schön das Ganze als Notizbuch verwenden kann oder natürlich auch als Junk Journal weiterbasteln. Also ich nenne das dann gerne Junk Journal Notizbuch, weil es nicht ein reines Junk Journal ist. Es hat zwar ein bisschen junkigen Charakter, aber nicht komplett. So, wir haben hier zwei Lesezeichen. Ein kleines Bamsel da, ein langes Bamsel dort. Und ich habe hier nochmal um die Signatur so ein Cover gemacht. Auch nochmal Notenpapier, ein Edith Holden Bild, genau, ein richtiges schönes Bild. Und hier ein, zwei Sprüche habe ich mit reingenommen, die ich einfach so schön fand. Ich liebe ja diese Edith Holden Bücher, die sind großartig. Und in Kombi mit Notenpapier. Sehr geil. Ja, Maßliebchen, ein super cooles Wort. Und so finden wir hier in dem Buch noch ein paar kleine Täschchen. Und die süße kleine Spitzmaus, die durfte nicht fehlen. Ich fand die einfach so herrlich. Genau, so hier kommt jetzt ein ganzer Schwung von Papier. Das ist ein Cremoir. Ich kann kein Französisch, ich hatte tatsächlich Latein. Dementsprechend, ich verzeiht mir die Aussprache. So leicht angedistressede Seiten, aber ganz viel einfach Platz zu schreiben. Ohne Schickimicki. So, Schickimicki-Bücher kommen auch noch. Und hier auch nochmal ein bisschen Spruch, ein bisschen Tag, die süßen kleinen Maiglöckchen. Ne, gar nicht, Schneeglöckchen. Ist schon fast vorbei, diese Zeit. Genau. So, es könnte zum Beispiel ein Jahreszeiten-Notizbuch werden, wo jemand sich selber einfach so Naturnotizen macht, wie es bei dem zu Hause aussieht. Die liebe Edith Holden hat ja ganz viel einfach dokumentiert über das ganze Jahr lang und hat ein super cooles Naturtagebuch geschrieben. Vielleicht lädt das ja hier ein, auch sowas für sich, für seinen eigenen Garten zu machen. Und auch kleine Gedichte, Bilder, irgendwie, keine Ahnung was, vielleicht Zeitungsausschnitte reinzuholen. Genau. So, hier hätten wir nochmal ein großes Lesezeichen. Das darf natürlich auch in ein anderes Buch wandern. Ja, man hat ja, der Trend geht ja zum zweiten Buch, man hat ja nicht nur ein Buch. Und sowas eignet sich dann ja auch schön dazu, einfach in einem Roman zu landen zum Beispiel. Diese süßen Beeren hier, kleiner Spruch drauf. Ein Spruch über das Schneehuhn. Ja. So, und insgesamt habe ich hier alle Sachen, bevor ich sie aufgeklebt habe, distressed. Hier mit einem schönen Kindheit Apple Distress. Einfach passend zu meinen roten Linien. Genau. So insgesamt schönes, feines Craftpapier für die Dinger benutzt, weil die
ist wirklich widerstandsfähig und die sind fast unverwüstlich, ne? Dementsprechend. Die Sachen, die sollen ein langes Leben haben und sollen auch gut und gerne benutzt werden und nicht wie so ein rohes Ei behandelt. Ja, das ist das, was ich mir für die Bücher wünsche. Ein Zuhause in artgerechter Haltung. Artgerechte Haltung ist für mich tatsächlich benutzt werden und nicht nur im Schrank für schön stehen. Ich sag mal so, wenn der so im Schrank steht, das kleine Notiz-Junk-Journal, das Herzchen sieht jetzt nicht so spektakulär von dieser Seite aus. Ich finde, das darf auf dem Tisch liegen. Es darf benutzt werden. Vielleicht traut sich ja auch mal irgendein Business-Typ, so ein Notizbuch mitzunehmen. Wobei die meisten haben ja mittlerweile elektronische Medien dabei. Ja, würde es sowas als iPad-Hülle geben? Das wäre doch mal eine echte Marktlücke. Nun gut, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein neues Projekt von mir gesehen. Wir haben ein kleines Flip-Through gemacht. Durch ein kleines Flip-Through, weil ist ja nicht so viel Spannendes drin. Insgesamt ist hier noch ein bisschen Platz zum Sachen reinkleben. Und man kann das natürlich auch noch enger und fester zubinden, dann steht es nicht auf. Und damit entlasse ich euch jetzt in den schönen, feinen Maitag. Lasst es euch gut gehen, bastelt was Schönes. Und ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes Like. Lasst uns in Austausch gehen und bis demnächst in diesem Kino.